willkommen auf der Plattform Schweizer Leberpatientenverein Swiss HEPA. Heute mit der Präsentation von Professor Philipp Bruckmann, Facharzt für allgemeine innere Medizin. Professor Philipp Bruckmann ist Co-Chefarzt innere Medizin im Aruth-Zentrum für Suchtmedizin. Zum Thema Wissenswertes zu Hepatitis C. Herzlich willkommen. Grüezi miteinander. Es freut mich sehr, Ihnen heute etwas zum Thema Hepatitis C zu vermitteln. Es geht heute darum, dass Sie hören, was die wichtigsten Aspekte sind zur Behandlung der Krankheit, aber auch zu den Ansteckungswegen, wie man das verhindern kann und was auch momentan der Stand der Bemühungen ist in der Bekämpfung dieser Krankheit. Ich möchte zuerst etwas sagen zum Thema Hepatitis Schweiz. Mein Name ist Philipp Bruckmann. Ich arbeite beim Aruth-Zentrum für Suchtmedizin, bin seit 20 Jahren hier tätig und habe schon zahlreiche Menschen begleitet mit Hepatitis C und behandelt und auch erfolgreich geheilt. Und bin nebenamtlich als Präsident von Hepatitis Schweiz auch tätig. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, Hepatitis in der Schweiz zu eliminieren. Wir arbeiten unentgeltlich und sind ein Netzwerk von ganz vielen verschiedenen Spezialisten aus verschiedenen Feldern, die mit Hepatitis C zu tun haben. Wir leiten verschiedene große Projekte, haben dort auch Projektleitungen. Das Ganze ist geführt von Bettina Meschli, die die Geschäftsführerin ist. Ein wesentliches Ziel ist eben die Hepatitis-Strategie mit dem Ziel der Elimination von Hepatitis B und C. Und ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist in der Informationsvermittlung, in der Aufklärung auf allen Ebenen bezüglich Hepatitis C. Und das ist eben noch sehr viel nötig, weil das immer schon seit Jahren und Jahrzehnten im Schatten von HIV gestanden hat und nicht die notwendige Aufmerksamkeit erhalten hat. Die Elimination von Hepatitis C ist nicht nur das Ziel in der Schweiz. Links, das ist das Strategiepapier, das wir in der Schweiz anwenden. In der Mitte sehen Sie das WHO-Strategiepapier. Die WHO hat sich auch in einigen Jahren auf die Fahne geschrieben, Hepatitis zusammen mit HIV und sexuell übertragbaren Krankheiten zu eliminieren und hier möglichst gesamtheitlich vorzugehen. Und seit Anfang dieses Jahres 2024 gibt es auch in der Schweiz erstmals ein nationales Programm, das sich auch um Hepatitis B und C kümmert, wo die Elimination festgehalten ist als Ziel. Zuvor gab es schon seit Jahren sehr erfolgreiche nationale HIV-Programme. Hepatitis aber schaffte es bislang nie in ein solches nationales Programm, was auch Ausdruck ist eben dieser vernachlässigten Erkrankung. Das ist umso unverständlicher, wenn wir diese Zahlen anschauen mit den Sterblichkeiten. Hier HIV in den 90er Jahren hat stetig massiv abgenommen mit den Medikamenten, die immer besser wurden. Heute haben wir kaum mehr Menschen, die an den Folgen von HIV/AIDS sterben. Bei Hepatitis C hat das über die Jahre 90er Jahre zugenommen und ist dann lange Zeit stabil hoch geblieben. Diese Studie geht jetzt nur bis 2014. Hier kamen die neuen Medikamente. Seither nimmt es sicher ab. Aber wir sind noch lange nicht bei Null. Wir sehen immer wieder Leute, die zu spät kommen, die nicht diagnostiziert sind, schon Leberkrebs fortgeschritten krank sind und dann leider an diesen Folgen sterben, bevor man noch etwas machen kann. Das, denke ich, muss verhindert werden, weil das können wir heute sehr gut und einfach verhindern. Deshalb braucht es hier auch noch mehr Aufmerksamkeit. Zur Versorgungssituation, wir schätzen, das sind grobe Schätzungen, muss man sagen, gibt es auch Studien, die zum Teil etwas auseinandergehen in den Zahlen, aber die ganz groben Schätzungen gehen etwa von 29.000 Betroffenen aus in unserem Land. Ein Drittel ist nicht diagnostiziert, weiß also nicht einmal, dass sie infiziert haben. Das ist natürlich ein Zustand, der nicht befriedigend ist.
Und auch bei den Behandlungen sind wir noch viel zu tief, um diese 20.000 zu behandeln. Reicht es nicht, wenn wir weniger als 1.000 pro Jahr behandeln, was etwa ungefähr gleich viel sind, wie wir jährlich an neuen Diagnosen stellen. Da muss sicher noch mehr Effort kommen, um die Ziele der Elimination zu erreichen. Wichtig ist zu wissen, wie man sich ansteckt mit dem Virus. Das Virus ist von Blut zu Blut übertragbar. Es braucht einen Kontakt des eigenen Blutes mit infiziertem Blut, aber das Blut kann auch länger außerhalb des Körpers infektiös bleiben. Also zum Beispiel in gebrauchten Materialien beim Substanzkonsum, eine gebrauchte Spritze, ein gebrauchtes Sniffröhrchen oder auch eine Klinge, sei es beim Barbier oder früher in der Medizin oder beim Zahnarzt. Dort können kleinste nicht sichtbare Blutressen mit Virusbestandteilen überleben und infektiös sein. In der Schweiz gibt es zum Glück kaum mehr Ansteckungen über Bluttransfusionen, seit man das Virus dort nachweisen kann, aber in Ländern, die das nicht möglich ist aus Kostengründen. Das sind zahlreiche, vor allem ärmere Länder. Wenn man dort mal Bluttransfusionen bekommt, dann besteht ein Risiko. Auch im medizinischen Setting gibt es in vielen Ländern immer noch Risiken, selten auch in der Schweiz. Aber gerade bei Patienten zum Beispiel aus Osteuropa sehen wir immer wieder auch Ansteckungen, die bei einer zahnärztlichen Versorgung erfolgt sind. Von Mutter auf Kind ist das Risiko da nicht allzu hoch, aber es ist möglich. Wir gehen von 10% aus. Tattoos, Piercings, Pediküre, Maniküre, da ist überall Blut im Spiel. Und wenn da nicht steril gearbeitet wird, also mit Einwegmaterial oder die Materialien nicht genügend sterilisiert werden, das ist häufig der Fall, auch in der Schweiz, dann besteht ein Risiko, das natürlich umso größer, je häufiger das Virus in der Bevölkerung ist. Also vor allem diese Vorgehen, also Tattoos zum Beispiel an einem Strand in Brasilien, wo das Virus sehr häufig ist, oder einem Barbierbesuch in Pakistan, wo auch das Hepatitis C sehr häufig ist, sind mit viel höheren Risiken verbunden, als wenn das in der Schweiz passiert. Sexuell ist das Risiko bei heterosexuellem Geschlechtsverkehr relativ selten. HIV-positive Männer, die Sex mit Männern haben, dort sehen wir gehäuft Ansteckungen oder haben gehäuft Ansteckungen gesehen. Wenn wir schauen vom Meldewesen her, Hepatitis C ist meldepflichtig, entsprechend kann das BAG Aussagen machen über die Fälle, die gemeldet werden. Und wenn man die Geburtsjahrgänge anschaut, dann sieht man, dass Personen, die heute zwischen 50 und 60, 50 und 65 sind, also die Geburtsjahrgänge der 60er, 70er Jahre, die sind großmehrheitlich betroffen, Männer häufiger als Frauen. Und das sind ja häufig Leute, die zum Check-up gehen, die ein Vorsorge-Screening haben, wo man E-Blut nimmt, dann lohnt es sich unbedingt auch einen Hepatitis C-Test zu machen. Wichtig zu wissen ist, wenn man Hepatitis C hatte, geheilt wurde, hinterlässt das keine Immunität. Also man kann sich jederzeit wieder anstecken und das ist auch der Grund, weshalb es keine Impfungen gibt bis heute. Also wir haben keine Impfung zur Verfügung gegen Hepatitis C. Es ist selten, dass es zu Wiederansteckungen kommt. Das haben wir auch bei uns im Zentrum mal untersucht. Es liegt etwa bei 1%. Aber es kann vorkommen. Wichtig ist, Menschen, die sich wieder angesteckt haben, dass man die rasch erneut behandelt. Menschen, die ein Wiederansteckungsrisiko haben, dass man die auch immer wieder darauf testet. Der Verlauf der Hepatitis C ist folgendermaßen. In den ersten 6 Monaten sprechen wir von einer akuten Hepatitis C. Dabei heilt die Krankheit bei einem von 5 Patienten aus im Schnitt. 4 von 5 bleibt das Virus und dann ist es chronisch und dann kann es nur noch ganz selten zu einer Ausheilung kommen. Wenn es chronisch ist, dann gibt es einen Entzündungsprozess in den Leberzellen.
Das führt dazu, dass über die Jahre und Jahrzehnte die Leber auch Vernarbungen aufweisen kann. Und dann spricht man dann bei fortgeschrittener Vernarbung von einer Zirrhose. Und das kann dann auch tödliche Folgen haben in Form von Leberversagen oder Leberkrebs. Dieser Prozess zur Zirrhose, der wird beschleunigt, umso mehr noch andere Faktoren vorhanden sind, die die Leber schädigen. Zum Beispiel Alkohol oder Medikamente, die über Jahre eingenommen werden, wie Psychopharmaka oder HIV-Medikamente oder andere. Wer Hepatitis C, eine chronische Hepatitis C hat, eben diese Leberschäden haben wir gehört, aber wichtig ist zu wissen, dass es eben nicht nur die Leber betreffen kann. Und zwar, es kann gravierende Folgen auch außerhalb der Leber haben, weil das Virus jedes Organ im Körper befallen kann. Angefangen beim Hirn kann es zu entzündlichen Prozessen führen, die sicher mitverantwortlich sind für das häufigste Symptom, diese lähmende Müdigkeit. Darüber berichten etwa 80% der Betroffenen, verbunden auch häufig mit einer Leistungseinschränkung, mit Arbeitsausfall. Aber auch eine Depression kann durch Hepatitis C ausgelöst werden. Gravierend auch eine Zuckerkrankheit, ein Diabetes mellitus, kann die Ursache beim Hepatitis C liegen. Dieses Risiko verschwindet, wenn wir behandeln. Deshalb ist eben eine frühzeitige Behandlung ganz wichtig. Auch Gelenksentzündungen, Hauterkrankungen und verschiedene Krebsarten können die Folge von einer Hepatitis C-Erkrankung sein. Deshalb gilt heute klar die Devise: Wer Hepatitis C hat, sollte unbedingt so schnell wie möglich behandelt werden. Soziale Folgen leider gibt es auch. Die sind vergleichbar wie diejenigen vom HIV: Stigmatisierung, also Ausgrenzungen aufgrund von Fehlannahmen, dass man sich anstecken kann im täglichen Umgang mit Menschen mit Hepatitis C, passieren leider im Arbeitsumfeld, aber auch im privaten Umfeld immer wieder. Deshalb ist es wichtig, dass hier gut aufgeklärt wird, um dem zu begegnen. Eben wichtig zu wissen, im täglichen Umgang, im Haushalt, in einer Freundschaft, im Umfeld, auch am gleichen Tisch oder in einer WG kann man sich nicht anstecken von einer Person, die Hepatitis C hat. Die Diagnostik von Hepatitis C, das ist eine einfache Geschichte. Es gibt einen Suchtest, Hepatitis C-Antikörpertest, den kann man im Labor machen, gibt es auch als Schnelltest. Wenn der positiv ist, dann heißt das, der Körper hatte irgendwann mal Kontakt mit dem Virus. Und dann wollen wir natürlich wissen, ist noch Virus im Körper vorhanden? Für das machen wir den HCV-RNA-Test, also den Virusnachweis. Wenn der positiv ausfällt, dann liegt eine chronische Hepatitis C vor und dann muss behandelt werden. Menschen, die bereits eine Hepatitis C hatten und ausgeheilt sind und jetzt die Frage besteht, ob eine Wiederansteckung stattgefunden hat, dann nützt der Antikörpertest nichts. Der bleibt lebenslänglich positiv. Da muss man direkt den Virusnachweis machen. Es lohnt sich auch bei Menschen, die Risiken aufweisen, diese Tests regelmäßig zu machen. Gerade der Antikörpertest ist ein sehr günstiger Test, der kostet weniger als 20 Franken. Da lohnt sich sehr, den hier nicht zu sparen. Wer soll sich denn testen lassen? Eben all diese Ansteckungsrisiken, die ich aufgezählt habe, sofern sie bekannt sind. Weil es auch so viele sind, ist es angezeigt, großzügig zu testen. Auch Menschen mit erhöhten Leberwerten im Blut lohnt sich es, einen Test zu machen. Personen, die eben diese häufigen Symptome haben, wie Müdigkeit, Gelenkschmerzen, die sonst nicht erklärt werden können, da lohnt sich einen Test zu machen. Und insbesondere aber halt auch Menschen, die diese Jahrgänge haben, die hauptsächlich betroffen sind, wenn sie sowieso zu einem Blutentnahme kommen, dass man dann einen Hepatitis C-Test gleich einbaut. Es gibt auch eben geografisch unterschiedliche Risikozonen, also Menschen aus Osteuropa, Menschen aus verschiedenen asiatischen Ländern, Pakistan, Brasilien, aber auch aus afrikanischen Ländern, vor allem den Ländern südlich der Sahara. Dort weiß man, dass die Hepatitis C deutlich höher ist und dass man auch entsprechend häufiger testen soll.
Die Hepatitis C-Therapie, das ist eine sehr erfreuliche Geschichte, was da passiert ist. Denn in den 90er Jahren, da hat man mit Interferon behandelt und Sie sehen hier die Heilungsraten, die waren tief. Man hat den Interferon mit Ribavirin kombiniert. Das hat noch zu noch mehr Nebenwirkungen geführt in dieser Kombination. Die Heilungsraten gingen hoch, aber eben noch bescheiden unter 50%. Und die ganze Sache war komplex. War schwierig, war sehr, sehr belastend. Aufgrund der Länge der Therapie muss sie spritzen, das Interferon musste man spritzen und eben sehr viele Nebenwirkungen. Und dann kam der große Umbruch, dann kamen die neuen Therapien, die ohne Interferon auskamen, direkt gegen das Virus gerichtet und dann ging plötzlich die Heilungsrate auf fast 100% hoch. Es wurde viel weniger komplex, viel einfacher. Und auch die ganze Sache wurde viel kürzer. Also so sieht es heute aus. Man behandelt mit einer einmal täglichen Gabe von 1 bis 3 Tabletten pro Tag über 8 bis 12 Wochen. Die ganze Geschichte ist sehr gut verträglich. Es gibt keine bedrohlichen Nebenwirkungen. Und wie gesagt, die Heilungsrate liegt bei über 95%. Herzlichen Dank für die informative und aufschlussreiche Präsentation aus Ihrer Sicht eines HCV-Experten und Ihr wichtiges Engagement seit über 20 Jahren in der Suchtmedizin. Recht herzlichen Dank, Herr Professor Philipp Bruckmann.